Wir haben uns in dieser Vorstandsklausur mit drei wichtigen politischen Bereichen befasst und zugleich eine Vorschau diskutiert, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Wir hatten ein Gespräch mit dem japanischen Außenminister über die Herausforderungen sowohl im Handel, im freien Handel. Wir hatten dort auch eine Diskussion über die Frage, wie wir den Wettbewerb vor allem mit China bestehen können, sowohl in den Entwicklungsländern als auch im Bereich der künstlichen Intelligenz, wo der japanische Außenminister uns berichtet hat, mit welchen Kapitalsummen China an alle Aufgaben herangeht, sowohl in der Entwicklungshilfe als auch in der künstlichen Intelligenz, dabei auch im wirtschaftlichen Bereich die ganze Macht des Staates mit einsetzt, um den Wettbewerb gewinnen zu können, und hat vorgeschlagen, dass wir uns mal intensiv darüber unterhalten, ob wir mit Japan, Europa, Vereinigte Staaten gemeinsame Projekte entwickeln können und so auf China zugehen können, was die Entwicklungshilfe anlangt, aber auch im wirtschaftlichen Wettbewerb. Wir hatten eine intensive Diskussion über die Frage Zukunft des Rentensystems, und dazu haben wir uns über Grundlagen informieren lassen, aber zugleich war auch klar, dass wir jetzt dieses kurzfristige Rentenpaket haben, wo Erwerbsunfähigkeitsrente, Mütterrente drin ist, und dass wir alle anderen Fragen jetzt der Kommission überlassen müssen. Darauf wurde auch großen Wert, auch aus der Kommission herausgelegt, dass nicht jetzt Politiker Ihnen schon sagen, was als Ergebnis rauskommen muss. Das war auch eine deutliche Kritik an Finanzminister Olaf Scholz, der gemeint hat, er müsse schon die Frage, was 2040 passieren muss, jetzt klären. Wir warten also dieses ab. Und wir hatten heute Morgen eine wirklich großartige Diskussion über das Thema künstliche Intelligenz mit einem deutschen Wissenschaftler, der in der Schweiz in einem Institut arbeitet und der uns vor allem eins mitgegeben hat. Wir haben in Deutschland beste Voraussetzungen, in der nächsten Stufe der künstlichen Intelligenz ganz vorne mitzumischen. Denn die nächste Stufe der künstlichen Intelligenz wird nicht angewandte Ergebnisse angewandter Forschung wie bei Facebook und Google sein, sondern es wird darum gehen, Maschinen, Roboter anzulernen, dass sie entsprechende Intelligenz entwickeln. Und dafür sei Deutschland wie prädestiniert wegen seiner besonderen Stärken im Maschinenbau, denn der Maschinenbau und die künstliche Intelligenz seien die Zukunft, auch das filigrane Arbeiten. Und da wurde dann darauf hingewiesen, aber um diesen Wettbewerb auch wirklich gewinnen zu können, neben der Bildung, wäre schon notwendig, dass man im Wege einer Industriepolitik, wie das die Chinesen, aber auch die Amerikaner machen, beispielsweise ein KI-Campus in einer der großen Regionen dieses Landes ansiedelt, etwa 2 Milliarden in die Hand nimmt, um so einen Startschuss für künstliche Intelligenz loszulegen. Und wenn ich daran denke, wofür wir Geld haben, glaube ich, wäre es durchaus auch sinnvoll, und es ist ja auch im Forschung- und Bildungsetat, gibt es durchaus Möglichkeiten, dass wir das aufnehmen sollten und sollten jetzt einen richtigen Aufschlag in der künstlichen Intelligenz machen, denn das wurde uns vom Professor Schellnhuber auch klar gesagt, dass dieses natürlich die Zukunft entscheiden wird.
Wir haben uns dann mit den Themen auseinandergesetzt, was in dieser nächsten Zeit auf uns zukommt. Also das Rentenpaket, Wohnpaket kommt auf uns zu. Und wir haben auch einen Beschluss gefasst zum Thema starker Staat und sind da nicht zufrieden, wie mit diesem Thema, das im Koalitionsvertrag steht, bisher umgegangen wurde. Wir haben noch nicht die Punkte, die wir dort vereinbart haben, erreichen können. Da geht es beispielsweise darum, konsequenter gegen Kinderpornografie vorzugehen, ein höheres Strafmaß. Es geht darum, bei jugendlichen Tätern den Dauerarrest auf 3 Monate auszudehnen. Bisher sind es 4 Wochen. Es geht darum, Personalausstattung zu verbessern. Die Justiz wartet darauf, dass es jetzt mal vorangeht. Da haben wir also auch einen klaren Beschluss gefasst, dass wir das jetzt, dass wir da Druck darauf machen wollen, voranzukommen. Und wir haben auch vereinbart, dass wir die medizinethischen Fragen im Oktober, November in der Fraktion beraten und dann auch in den Bundestag gegen Ende des Jahres einbringen. Das ist einmal das Thema Organspende, das ist das Thema vorgeburtliche Bluttests und ein Thema, das ja den einen oder anderen im Sommer besonders beschäftigt hat, war die Frage, wie wird es mit dem Außenwerbeverbot für Zigaretten, Tabakindustrie, auch das werden wir in der Fraktion beraten. Noch eine ganze Reihe andere Punkte, Haushalten so, aber darüber wird jetzt Alexander Dobrindt berichten. Herr Dobrindt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns mit einer Zukunftsklausur in diesen Tagen beschäftigt, nämlich einer Klausur, die die Zukunftsthemen in den Vordergrund gestellt hat. Eines der deutlichsten Beispiele ist die Auseinandersetzung mit der Forschung und Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz. Ob wir bei der künstlichen Intelligenz als Deutschland, als Europa wettbewerbsfähig mit den anderen großen Regionen der Welt, die in diesem Forschungsbereich sehr aktiv sind, auf der einen Seite die Vereinigten Staaten von Amerika, auf der anderen Seite der asiatische Raum, Erfolg haben werden, ist entscheidend dafür, ob wir als Wohlstandsregion weiterhin dafür sorgen, dass Wachstum in unseren Ländern möglich ist. Das ist das zentrale Forschungs- und Entwicklungsfeld, das Wertschöpfung in Zukunft bringen wird. Das geht weit über die klassische Industrie hinaus. Und deswegen nicht nur mit der Technologie sich auseinanderzusetzen, war unsere Aufgabe, sondern sich damit auseinanderzusetzen, wie können wir es schaffen, dass die Forschungserfolge in diesem Industriezweig bei uns in Deutschland, in Europa stattfinden und nicht ausschließlich in anderen Regionen der Welt, die ich benannt habe. Wir haben ja erste Ansätze dafür im Koalitionsvertrag festgelegt, indem wir auch da schon über die Implementierung eines Instituts für künstliche Intelligenz gesprochen haben. Das wurde uns jetzt in dieser Diskussion noch mal verdeutlicht von den Fachleuten, dass das der richtige Weg ist. Forschungskompetenz an einem Ort in Deutschland zu konzentrieren, damit die Forscher da in dem für sie eigenen Umfeld, das sie auch brauchen, dann diese Forschungserfolge hier erzielen können. Da geht es natürlich auch um finanzielle Fragen. Der Wettbewerb um die besten Köpfe auf der Welt, was künstliche Intelligenz anbelangt, der ist intensiv, logischerweise. Und da muss man dann auch bereit sein, über das übliche Maß der universitären Förderungen hinausgehen, wenn man sich so einen neuen Bereich, Wissenschaftsbereich auch dann in Deutschland erhalten und ausbauen will. Wir auf jeden Fall haben gemeinsam den festen Willen dazu bekundet, an der Stelle auch finanziell den Weg frei zu machen, dass so ein Institut in Deutschland möglich wird.
Wir haben dies auch im Rahmen der Investitionen besprochen. Es gibt Investitionsoffensiven in vielen Bereichen, was die Infrastruktur betrifft, ganz vorne an, sowohl was die Mobilität und ihre Infrastruktur betrifft, als auch was die digitale Infrastruktur betrifft. Wir haben aber auch über die Investitionen im Bereich der Verteidigung uns ausgetauscht. Die bisherigen Haushaltsentwürfe, das ist einhellige Meinung, was die Investitionen im Bereich Verteidigung anbelangt, reichen nicht aus. Das heißt, wir werden im parlamentarischen Verfahren und natürlich vorher auch in der Koalition und mit dem Bundesfinanzminister die Diskussion darüber führen, wie wir mehr Investitionen im Bereich der Verteidigung schaffen können. Zumindest der jetzige Haushaltsansatz ist nach unserer Vorstellung nicht ausreichend. Wir haben auch über Entlastungen gesprochen. Das ist eine Diskussion, die öffentlich und politisch natürlich geführt wird. Wir erwarten eine Steuerschätzung im November, von der man heute noch nicht genau weiß, wie sie ausschaut. Aber es gibt viele Vermutungen darüber, dass sie nicht schlechter wird als die vergangene. Und in so einem Zusammenhang ist es dann der feste Wille, auch über Fragen von steuerlichen Entlastungen zu reden. Haushaltsüberschüsse sind etwas ausgesprochen Positives, aber man muss auch über die Mittelverwendung miteinander reden. Und die Kombination aus Entlastungen und Investitionen ist aus unserer Sicht möglich. In welchem genauen Umfang wird man dann bei weiterer Betrachtung von neuen Zahlen sehen können. Ich will abschließend sagen, es war eine ausgesprochen gute Klausur, sowohl was die inhaltlichen Fragen anbelangt, aber auch was die klimatischen Fragen anbelangt. Damit meine ich nicht das Wetter, sondern die klimatischen Fragen zwischen uns. Eine Klausur, bei der wir deutlich gezeigt haben, dass wir größtes Interesse haben, gemeinsam die anstehenden Fragen in dieser Wahlperiode auch zu lösen oder Dinge auf den Weg zu bringen. Ja, dazu kann man sagen, es war eine Klausurtagung, in der die Freude darüber zu spüren war, dass wir eine so starke Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU sind.